Hallo und einen wundervollen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag. Ich habe mich schon ein bisschen länger nicht mehr bei euch gemeldet, weil ich irgendwie die letzten zwei Tage, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall nichts Spannendes. Aber heute passiert was Spannendes. Ich gehe heute nämlich mit meinen Mädels auf die FBM, also auf die Frankfurter Buchmesse. Und I'm very excited. Das ist das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich wieder auf die FBM gehe. Was echt crazy ist, weil früher war ich da echt jedes Jahr und dann kam Corona, dann war irgendwas anderes. Irgendwie jedes Jahr hat es nicht geklappt. Letztes Jahr durfte ich nicht krank werden, deswegen habe ich es so aus Vorsichtsmaßnahmen nicht gemacht. Jetzt ist es soweit. Finally, the day has come. Meine Bahn zur Messe kommt nämlich in ein paar Minuten und ich zeige euch noch mein Fit für heute. Und zwar ist das mein Outfit für die Buchmesse. Ich finde das sehr cute. Es ist immer super schwer, finde ich, einzuschätzen, wie warm die Hallen sind, wie viel man noch draußen ist zum Beispiel. Deswegen habe ich jetzt einfach so einen schwarzen Rock an, meine Stiefel, die ich echt gefühlt jeden Tag aktuell anhab. Und mit denen kann man auch so gut lange laufen, deswegen sind die perfekt für die Messe. Und diesen grauen Pulli und unten drunter habe ich noch ein graues T-Shirt. I'm tired out of New York City. Seit der Buchmesse sind einige Tage tatsächlich vergangen. Ich weiß nicht, ob man es noch so ein bisschen hört, aber ich war die letzten anderthalb Wochen einfach mega krank. Und dementsprechend konnte ich nichts filmen mehr für diesen Vlog. Und ich wollte eigentlich so einen schönen so Herbst-Vlog machen mit so Herbstspaziergängen und so diesem ganzen Herbst-Vibe einfach. Und jetzt haben wir einfach schon Ende Oktober. Ich weiß nicht, das war nicht so geplant auf jeden Fall. Vor allem, weil im November halt meistens die meisten Leute schon so im Weihnachtsfieber sind, dass ich mich immer frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, so Herbstvideos hochzuladen. Aber ich habe auf jeden Fall neben dem hier noch ein anderes Herbstvideo, was ich auch noch hochladen will, auch im November. Ich dachte mir aber, dass ich euch zumindest heute mal ein bisschen mitnehmen kann und die nächsten paar Tage dann hoffentlich auch noch. Jetzt fange ich erstmal an, einen Apfelkuchen zu backen. Das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Das heißt, ich gehe jetzt gleich in die Küche, backe den Kuchen. Ich muss auch heute Mittag wieder arbeiten bis abends. No, my heart.
Kuchen ist jetzt fertig. Loki, ich bin echt impressed damit, wie er zumindest aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie er schmecken wird, aber das werden wir erst morgen testen. Aber ich wollte euch mal zeigen, was bei mir angekommen ist. Und zwar habe ich auf Zara bestellt. I know. Ich habe erst einen Haul gemacht. Ich meine, mein letztes Video war ja so ein großer Fall-Fashion-Haul. Aber I swear, ich habe einen Grund für diese Bestellung. Ich habe meine Absolventenfeier von der Uni nächsten Monat, also jetzt im November. Und ich brauche was zum Anziehen dafür. Und ihr glaubt nicht, wie schwierig es ist, falls ihr schon fertig mit eurem Bachelorstudium seid und ihr hattet eine Absolventenfeier, bitte schreibt mir, was ihr anhattet, weil Loki, was zieht man dazu an? Also ich will ja jetzt nicht in so einem Abiballkleid kommen, aber gleichzeitig will ich auch nicht mega underdressed sein und trotzdem liebe ich es, mich schick zu machen. Deswegen, ich bin, bisschen verzweifelt und habe echt das Internet durchforstet. Ich hatte mir noch ein anderes Kleid bestellt gehabt, aber das war viel zu viel. Ich habe dann meinen Freundinnen einen Snap geschickt und schon während ich diesen Snap abgeschickt habe, dachte ich mir so, nee, das ist too much, das Kleid. Ja, deswegen next try. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Zeit, bis die Feier ist. Aber ich dachte mir so, lieber ich überlege mir schon früher, was ich anziehen soll. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht irgendwie im Blazer mit einer Hose gehen soll. Aber irgendwie war es das auch nicht. Ich weiß nicht. Ich ziehe ganz gerne einen Blazer an, aber ja, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ein Kleid anzuziehen. Und ich habe eigentlich auch voll die Vorstellung von dem Kleid, das ich anziehen möchte. Aber es ist einfach basically unmöglich, dieses Kleid zu finden in dieser Form. Und zwar, falls ihr Anyone But You oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, Wo die Lüge hinfällt, geguckt habt, dann könnt ihr euch vielleicht an dieses hellblaue Satin-Kleid erinnern, was Sydney Sweeney trägt. Und ich finde dieses Kleid so unglaublich schön einfach. Und ich hätte das auch gerne für meine Graduation-Feier. Ich glaube, dass es so gut passen würde, vom Anlass her auch. Und ich weiß, dass mir so von der Farbe her und so von der Art her das Kleid wahrscheinlich stehen würde, weil ich ein sehr ähnlicher Typ zu Sydney Sweeney bin, also so von der Haarfarbe und vom Hautton und so. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich hätte gerne so ein Kleid. Und deswegen öffnen wir das jetzt mal zusammen. Ey, ich hoffe wirklich, das passt, weil ich habe keinen Bock mehr, was zurückzuschicken. Ah ja, und ich habe noch was anderes bestellt. Also eigentlich wollte ich keine Klamotten mehr bestellen, aber ich habe diesen Hoodie gesehen und ich fand den so unglaublich schön. Deswegen habe ich den doch bestellt. Oh mein Gott, die Farben sehen schon so schön aus. Leute, schaut euch diese zwei Farben einfach mal an. Das sind absolut meine Lieblingsfarben. So ein hellblau und so ein babyrosa. Love it. Ich finde es auch geil, dass Zara immer so voll die fancy Verpackung hat. Also das sieht so aus. Ich würde sagen, ich habe ganz gute Arbeit geleistet dabei, ein Kleid zu finden, was ganz gut passen würde. Oh mein Gott, wenn das richtig gut passt, dann wäre das so schön. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die zweite Sache, die ich mir bestellt habe, ist wie gesagt ein rosaner Hoodie. Ich finde die Farbe mega schön und ich will schon vor lange so einen rosanen Pulli haben. Ich glaube, das kommt gar nicht so krass in der Kamera rüber. Wenn ich so hoch gucke, sieht es jetzt nicht besonders rosa aus. Aber in echt ist der so das perfekte Pastellrosa. Ich zeige euch jetzt gleich mal beides angezogen. Okay, das war Loki so ein guter Kauf. Ich bin gerade richtig happy. Das ist so schön. Vor allem, ich finde es auch richtig schön in Kombination mit dieser weißen Leinenhose, die ich gerade anhab. Aber der ist richtig comfy, cozy und der ist rosa. Aber auf jeden Fall ist es der Pulli und ich finde die schön. Okay, Leute, ich glaube, ich habe das perfekte Kleid gefunden. Oh mein Gott, das ist so schön. Das hat 40 Euro gekostet nur, also ist von Zara. Das ist der Rücken. Auch so schön mit dieser Schnürung hier. Ich muss hier oben mir was überlegen, damit das so befestigt ist, weil der Ausschnitt so ein bisschen so ein Wasserfallausschnitt ist. Und ich bin da immer so ein bisschen scared, weil, ja, keine Ahnung, ich habe da irgendwie immer Paranoia, dass da irgendwas rausfällt, was nicht rausfallen soll. Es ist so schön, endlich was gefunden zu haben, was passt. Was schick aussieht, so, was ich anziehen kann. Yay! Ah, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich euch den fertigen Kuchen gezeigt hatte, aber der sieht auf jeden Fall so aus. Und der ist so nice. Ich habe den ja extra für meine Fam eigentlich gebacken. Und der wird jetzt einfach nur noch eingepackt und dann werde ich den morgen mitnehmen. So, Freunde, ich gehe jetzt gleich zur Arbeit, beziehungsweise ich mache mich jetzt auf den Weg. Und ich wollte euch noch mein Fit vorher zeigen. Man sieht wieder nur die Hälfte, as always. Aber ich habe einfach so eine weiße Leinenhose an und den Pulli, den ich euch auch in meinem Haul gezeigt habe. Und ich bin mir unsicher mit dem Headband, weil irgendwie, also einerseits finde ich das immer voll süß und andererseits weiß ich nicht, ob das komplett scheiße aussieht. Ich kann einfach wirklich gar nicht
einschätzen, ob mir steht oder nicht. An sich finde ich es süß und es passt halt mit dem Weiß und der Hose. Aber ich weiß es nicht. Egal, ich muss jetzt los. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sitting on the wrong course. Keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Oh, though you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to gain the space, 'cause I wanna believe that. Hallo, wir haben heute tatsächlich Halloween. Das heißt, heute ist der 31. Oktober. Können wir darüber reden, wie schnell dieser Herbst rumgegangen ist. Aber ich war vorhin in der Stadt und ich wollte euch mal einen kleinen Haul zeigen. Ich war eigentlich hauptsächlich in der Stadt für ein Geschenk für eine Freundin von mir, die morgen Geburtstag hat. Ich zeige euch als erstes, was ich beim TK Maxx gekauft habe. Da habe ich eine Sache, das ist ein Geschenk für eine andere Freundin von mir gekauft. Aber das zeige ich euch nicht, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie das Video sieht und es dauert noch ein bisschen, bis sie Geburtstag hat. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Aber was ich mir bei TK Maxx gekauft habe, ich hätte echt gefühlt den halben TK Maxx leer kaufen können, wirklich. Die hatten so tolle Sachen da. Und mein absoluter Favorit, den ich auch mitgenommen habe, ist das hier. Das ist für die Küche. Und zwar könnt ihr dort Öl und Essig einfüllen. Und das kommt halt in so Flaschen. Die Farben sind so schön. Es ist halt so ein... Ich weiß gar nicht, so ein rosa-lila Ton, würde ich sagen. Das hat übrigens 8 Euro gekostet, was ich sehr, sehr cool fand vom Preis her. Dann das Geburtstagsgeschenk für die Freundin, bei der ich morgen eingeladen bin. Und zwar war ich bei Depot. Ich habe da eine Tasse gesehen, die ich so unglaublich schön fand. Deswegen musste ich sie einfach für sie mitnehmen. Und zwar sieht die so aus. Also die ist so beigefarben, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu passend habe ich ihr ein Tee-Ei. Nennt man das so? Ich weiß es gerade. Teesieb. Teesieb, Tee-Ei, also auf jeden Fall so ein Ding, wo man praktisch Tee reintun kann, gekauft. Und das fand ich auch richtig sweet. Vielleicht kann sie ein bisschen damit was anfangen. Und dazu passend habe ich natürlich auch noch einen Tee gekauft. Okay, ich musste gerade meine Kamera wechseln. Also ich filme gerade mit meinem Handy statt mit meiner Kamera, weil bei meiner Kamera mal wieder der Akku leer ist. Ich brauche so dringend einen Ersatzakku, genau für solche Fälle. Aber ich war zu geizig, mir bisher einen zu kaufen. Deswegen... Ja, filmen wir jetzt mit dem Handy. Und mein Handy hat auch noch 15%, also das ist wirklich gerade Leben am Limit. Aber ist jetzt egal. Und ja, wie gesagt, das ist ein Himbeertee von Müller. Und ich dachte mir, damit kann man bestimmt nichts falsch machen. Und ich fand es irgendwie alles so richtig süß zusammen. Eigentlich wollte ich diesen Tee in die Tasse reinmachen, aber turns out, das funktioniert nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht kann ich das auch noch mit so ein paar Süßigkeiten oder so füllen. Und dann habe ich ihr noch einen kleinen Raumduft gekauft, weil ich den Geruch richtig süß fand. Und ich finde sowas immer richtig nice fürs Badezimmer. Also ich hatte auch in meinem Bad eine Zeit lang diese Diffuser stehen. Die halten zwar leider nicht so lange, aber ich finde die irgendwie richtig nice. Und ich finde gerade so ein Badezimmer, wenn es gut riecht, ist es richtig cool. Ich hoffe, ihr gefällt der Geruch, weil ich finde bei Düften so generell bin ich immer super vorsichtig. Dann haben wir noch einmal das Geschenk, was ich euch nicht zeigen kann. Und dann war ich noch bei Rossmann. Ich bin da eigentlich nur hin, weil ich ein neues Abschminköl gebraucht habe. Und ich weiß, dass Rossmann seit neuestem Elf hat. Und Elf, also diese Marke kennt ihr bestimmt aus den USA oder keine Ahnung, die ist auf jeden Fall jetzt seit neuestem auch im Rossmann verfügbar. Und ich liebe diese Brand. Ich habe mir zwar nichts von Elf jetzt im Endeffekt gekauft, die hatten aber leider diesen Primer, den ich unbedingt haben wollte, nicht mehr da. Und sie hatten auch nicht den Halo Glow da, den ich haben wollte in meinem Hautton. Also den gab es zwar schon an sich, aber nicht in dieser ganz hellen Form. Aber ich habe ein paar andere Sachen mitgenommen und ich dachte, ich gebe euch jetzt ein Haul. Wenn ihr den Shopping-Blog zu meinem Rossmann-Einkauf sehen wollt, dann schaut gerne mal bei mir auf TikTok vorbei, weil ich da euch nämlich mitgenommen habe und euch so ein bisschen was gezeigt habe, was es so Neues gibt, was ich so richtig cool fand. Ich gebe mir gerade echt Mühe mit meinem TikTok. Es läuft zwar noch nicht so, bin ich ehrlich, aber I'm trying. Ich gebe mir echt Mühe und es macht mir wirklich Spaß. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich was für YouTube aufnehme, nur in so einer
Kurzversion. Ich glaube, ich habe aber voll das Problem damit, mich auf eine Nische festzulegen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Leute, die auf meinen Account kommen, sind gerade noch ein bisschen verwirrt. Essentiell mache ich zwar dasselbe, was ich hier auch auf YouTube mache, aber ich finde, auf YouTube ist es was anderes, was so Nischen angeht, wie auf TikTok. Ich habe das Gefühl, auf TikTok fährt man besser, wenn man sich wirklich auf eine Sache oder auf zwei Sachen einigt und nicht ganz viele verschiedene Lifestyle-Sachen zum Beispiel macht. Was ich jetzt zum Beispiel auf YouTube mache, also ich würde jetzt da sagen, meine Nischen auf YouTube sind vor allem Fashion, Lifestyle, so ein bisschen Food noch und so ein bisschen Bücher und halt Reisen. Und das ist wahrscheinlich auch schon zu viel. Ich will euch aber einfach bei meinem Leben mitnehmen und bei dem, was ich liebe. Und es sind halt einfach leider viele Sachen, weil ich irgendwie voll viele Interessen habe. So. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, dass euch das gefällt, dass es so viele verschiedene Sachen sind und dass ihr euch nicht denkt so, boah, ich will eigentlich nur das eine die ganze Zeit von ihr sehen und jetzt kommt immer nur so jede 10 Videos was dazu. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr so für Interessen habt. Das würde mich nämlich mega interessieren. Also zum Beispiel lest ihr auch gerne oder macht ihr irgendwie Sport richtig gerne und welchen oder keine Ahnung, kocht ihr gerne? Also mögt ihr so Essensvideos und interessiert ihr euch für Fashion? Also so, erzählt einfach mal gerne, was ihr so mögt, weil ich lese alle eure Kommentare und zwar immer und ich freue mich so krass über jeden Kommentar. Das wollte ich hier an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Dankeschön an jeden. Ihr wisst nicht, jedes Mal, wenn ich eine Benachrichtigung von YouTube bekomme und ich sehe, dass jemand kommentiert hat, lese ich mir immer den Kommentar direkt durch und sobald ich Zeit habe, antworte ich auch immer direkt drauf, weil ich es wirklich wertschätze und wirklich, es bedeutet mir so unglaublich viel, dass ihr euch die Zeit nehmt und meine Videos schaut und natürlich will ich auch was euch zeigen, sag ich jetzt mal, was euch interessiert. Deswegen finde ich es auch voll wichtig zu wissen, was euch so gefällt. Also let me know. Ich glaube, ich habe dazu auch noch nichts gesagt gehabt, aber an dieser Stelle, ich weiß, wir machen gleich mit dem Rossmann Haul weiter. Aber ich wollte mich bei euch auch nochmal bedanken für 4000 Abonnenten. Ihr wisst nicht, mein 12-jähriges Ich würde vor Excitement wirklich einfach durch die Decke gehen, weil ich ja wirklich schon YouTube machen wollte, seit ich 12 bin. Und ich schwöre wirklich, irgendwann habe ich mir so mit 15, 16 gedacht, es passiert einfach nicht, weil ich mich nicht traue. Und deswegen finde ich es so unglaublich cool, dass ich es jetzt mache. Und ja, vielleicht ist für manche Leute 4000 als Zahl nicht so hoch. Aber ich bin wirklich dankbar für einfach jeden Einzelnen und ich freue mich so unglaublich darüber. Und ihr wisst nicht, es steckt da so viel Mühe und Zeit und Arbeit hinter diesem Account. Ich habe schon so viele Videos geschnitten und hochgeladen und mir Stunden Zeit genommen, Thumbnails zu bearbeiten, Videos zu schneiden, Musik rauszusuchen, was weiß ich was. Und es macht mir mega, mega Spaß. Aber gleichzeitig freue ich mich auch mega krass, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Video gut ankommt, weil ich mich dann freue, dass ich das Gefühl habe, dass die Zeit und alles, was ich da reinstecke, auch euch irgendwie zugutekommt und ihr das auch enjoyt, so, wisst ihr? Ja, das wollte ich nur kurz mal anmerken, weil ich habe das Gefühl, ich habe dazu noch gar nichts gesagt gehabt. Ich habe bei Rossmann auf jeden Fall mehrere Sachen mitgenommen. Das erste ist eine neue Spülung. Eigentlich wollte ich meine alte Spülung, die ich sonst immer dabei habe, mitnehmen, aber die gab es nicht mehr, weil die war ausverkauft. Dann habe ich mir diese hier mitgenommen und zwar ist die von Domino Carti. Und ich hatte von ihr schon mal, ich glaube, ein Shampoo, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich mag Kathi richtig gern. Ich habe früher immer ihre Au-pair-Videos noch geguckt. Aber ich finde es richtig cool, dass sie eine eigene Haircare-Brand hat. Deswegen, genau, habe ich einmal das hier mitgenommen. Dann, wegen dem ich eigentlich im Rossmann war, dieses Reinigungsöl hier. Ich habe euch, glaube ich, schon mal vor ein, zwei Videos erzählt, dass das mein Lieblingsreinigungsöl ist. Und ich habe es mir wieder nachgekauft. Jetzt schon das dritte oder vierte Mal sogar. Dann habe ich mir das hier einmal mitgenommen. Das ist der Magic Shaper Contour und Glow Stick von Catrice. Der hat halt hier einmal so eine Highlight-Seite und eine Contour-Seite. Ich will halt unbedingt mal ein bisschen mehr mit so Contouring ausprobieren. Ich hatte mir mal einen anderen Contour-Stift gekauft gehabt, aber den fand ich echt gar nicht gut, weil der war so zweigeteilt. Und deswegen wollte ich so einen haben, der so getrennt ist, also wo Highlight und Contour getrennt ist. Und dann habe ich mir von Rival Me noch einen Lippenstift mitgenommen, weil die Farbe war so unglaublich schön. Ich habe mich einfach schockverliebt. Und zwar sieht er so aus. Tiefenschärfe ist jetzt nicht so am Start wegen meinem Handy, aber egal. Und der ist in der Farbe Flamingo 01. Und der sieht so aus. Und dazu passend hatten die auch einen Lip Liner. Also das ist
dieselbe Shade, was ich so cool finde, weil ich habe so oft einen Lip Liner, der aber nicht zum Lippenstift dann passt oder so. Ich finde die unglaublich schön. Das ist einfach so ein Babypink, was so ein bisschen Schimmer drin hat. Ich benutze übrigens für alle Lip Liner und Lippenstifte, die ich habe, immer noch so einen Sheer Gloss, also einfach einen durchsichtigen Lipgloss oben drüber, weil ich es einfach schöner finde. Dann sieht es halt einfach aus wie Lipgloss, aber halt mit einem Lippenstift drunter. Genau. Und ich habe so ein bisschen eine Obsession mit Lipgloss entwickelt. Deswegen, ja, ist es das geworden. Ich wollte eigentlich noch so ein Lip Oil von Elf mitnehmen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Aus finanziellen Gründen, weil ich mir dachte, okay, mein Einkauf heute war schon teuer genug. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Haul gefallen. Ich werde jetzt eine Runde mit Sammy Gassi gehen. Also, falls ihr das nicht wisst, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals erzählt habe. Sammy ist der Hund von meinen Eltern. Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach so ein Süßer. Also, ich bin eh so voll der Hundemensch. Ich liebe Hunde über alles. Auf jeden Fall, ja, gehe ich jetzt noch eine Runde Gassi. Und dann fahre ich auch tatsächlich zurück schon wieder. Also, ich habe jetzt auch nur eine Nacht hier geschlafen. Aber ich musste noch zum Arzt und noch so ein paar Sachen erledigen hier. Deswegen war es irgendwie wichtig. Ja, wieder ewige Autofahrt. Lieben wir. Aber egal. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living. Wir haben heute Sonntag. Und ich habe das Gefühl, die letzten paar Clips waren immer so random, weil ich euch immer nur bei so Special Moments diese und letzte Woche mitgenommen habe. Aber irgendwie finde ich es auch ganz cool. Also das ist jetzt einfach voll der Herbst-Vlog geworden, aus so nice Zusammenschnitten aus den letzten paar Wochen. Hab ich noch gar nicht mein Outfit gezeigt, und zwar ist das hier mein Outfit für heute. Das ist so schön herbstlich, es passt einfach perfekt. Obviously mit Jacke, aber ich liebe es einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde es jetzt auch an dieser Stelle beenden, weil ich das heute noch schneiden will. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Video fandet. Und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten, as always, folgt mir gerne, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Days go by, passing